So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Weiß Together und wir befinden uns hier gerade auf Route 9, wo sich ein Kaufhaus mit dem Namen Kaufhaus 9 befindet, weil es auf Route 9 ist. So viel Hintergrundwissen dazu. Der gute Koto und ich haben offscreen zusammen mehr oder weniger unser Team mal schnell alles auf Level 40 trainiert. Ja. Wie sich herausgestellt hat, war das Golbit nur im Team, weil ihm Koto Stärke beibringen wollte. Tja, haben wir allerdings leider nicht. Ich weiß zwar mittlerweile, wo es die gibt. Ich habe ihm selber gesagt, wo es die gibt. Hat er sie sich vielleicht geholt? Nee, hat er nicht. Naja gut, ich will auf jeden Fall erstmal nach Twindrake City. Die Route scheint er ja geklärt zu haben. Das Team Plasma Event hat er hier auch schon gemacht, wenn ich das richtig sehe, weil sonst wäre hier eine kleine Versammlung gewesen. Das heißt, ich kann jetzt dann eigentlich direkt die Arena machen. Mal schauen, ob ich die in einem Part schaffe. Ich darf mir vorhin noch ein bisschen Gequatsche anhören. Ich habe ja da vorhin Lilia schon gesehen. In Twindrake City hat so eine schöne Musik. Es ist nicht mehr weit. Hier ist es. Zeit für eine kleine Geschichtsstunde. Wie ich sehe, hast du den Dunkelstein bei dir. Aus dem Dunkelstein wird Zekrom erwachen. Zekrom und Reshiram, das bereits unter uns weilt, waren ursprünglich ein und dasselbe Pokémon. Dieses einzigartige Drachen-Pokémon hatte zusammen mit den Zwillingshelden ein neues Land erschaffen, in dem Menschen und Pokémon in Frieden miteinander lebten. Doch eines Tages entbrannte zwischen den Zwillingen ein Streit darüber, wer von beiden im Recht sei. Der ältere, auf die Wirklichkeit pochende Bruder oder der jüngere, vom Wunsch beseelte Bruder. Der Drache, der den Zwillingshelden immer treu gefolgt war, spaltete sich daraufhin in zwei Drachen auf. Der eine schloss sich dem älteren und der andere dem jüngeren Bruder an. Reshiram, der weiße Drache, der nach Wirklichkeit strebt und uns in eine neue Welt der Klarheit führt. Zekrom, der schwarze Drache, der dem Wunsch folgt und uns in eine neue Welt der Hoffnung führt. Da die beiden Drachen ursprünglich eins waren, tobte der Kampf hin und her, aber eine Entscheidung war nicht in Sicht. Schließlich wurden die zwei müde. Auch die Zwillingshelden erkannten irgendwann, dass nicht nur einer von ihnen recht haben könne, und so wurde der Konflikt endlich beigelegt. Jedoch gruben die Söhne der Helden das Kriegsbeil wieder aus. Einem Wutausbruch folgend legten Reshiram und Zekrom daraufhin Einhalt mit Flammen und Blitzen in Schutt und Asche und waren nicht mehr gesehen. Die Pokémon hätten etwas derartiges aber niemals getan, wären sie angehört und mit Respekt behandelt worden. Schließlich hatten Reshiram und Zekrom einst ein neues Land erschaffen. Du hast recht, Pokémon können nun mal nicht sprechen. Aus diesem Grund projizieren wir unsere eigenen Gedanken auf sie und erwarten manchmal vielleicht Dinge von ihnen, die ihre Gefühle verletzen könnten. Und dennoch, Pokémon und Menschen vertrauen und brauchen einander, und das wird in Zukunft so bleiben. So ist es und nicht anders. Und daher kann ich auch nicht dulden, dass Team Plasma versucht, uns und unsere Pokémon auseinanderzubringen. Entschuldigung, wir sind etwas abgeschweift. Aber das ist alles, was wir wissen. Leider ist uns nicht bekannt, wie man das legendäre Drachen-Pokémon erwecken kann. Nun, musst du das Versprechen einlösen, das du Lauru gegeben hast. Du musst dir ja noch einen Orden aus der Arena von Twindrake City holen. Lilia, tritt in der Arena gegen Black an. Jawohl! Damit du Bescheid weißt, ich bin genauso stark wie Lysander. Oh ja, und das machen wir jetzt auch. Wir haben eine schöne Drachenarena vor uns. Und das ist das erste Mal, dass ich diese Arena mache, während ich ein Eis-Pokémon im Team habe. Könnte mal lustig werden zur Abwechslung. Aber erstmal, Guido, gib mir das Tafelwasser. Willkommen in der Arena von Twindrake City, der größten Prüfung der Einhalt-Region. Aber zunächst, nimm bitte dieses Tafelwasser an dich. Ich will dir jetzt mal etwas über den Aufbau dieser Arena erzählen. Rücken, Hals und Kopf des Drachen dienen dir als Zugangswege. Diese verschieben sich, wenn du auf die Schalter an seinen Arm trittst. Achte darauf, wie sich der Kopf des Drachen bewegt. Oh ja, ich liebe diese Arena. So, Eistüte ist vorne, das passt soweit.
Na dann komm mal her, hier ist in der Arena gibt's eh nur Ass-Trainer. Die Arena von Twin Drake City wartet auf starke Gegner, die ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen. Herausforderung von Ass-Trainer Norman. Du heißt genauso wie der fünfte Arenaleiter aus der Höhenregion. Hat ein Schafachs. Ja gut, ich habe eine Eistüte. Der ist natürlich schneller. Oh, und der one-hittet mich ja noch fast. Gut, dass ich ihn komplett one-hitten kann. Ich bin zuversichtlich, dass es dir gelingt, deine Zukunft selbst in die Hand zu nehmen oder was auch immer du gerade gesagt hast. Ich habe vergessen, die Typen sind hier wieder mal viel zu schnell beim Labern. Ja, Tafelwasser hätte ich jetzt noch eins, aber das Tafelwasser ist heilig. Das von Guido. Normalen Trank habe ich gerade nicht, oder? Nö. Na, aber ist egal. Das sollte auch so gehen. Irgendwie. Hoffe ich. Hier muss ich lang. Da oben geht es, glaube ich, gerade noch nicht weiter. Nö. Das heißt, ich muss jetzt erstmal gegen diese Ass-Trainerin hier kämpfen. Wenn du mich übertriffst, verrate ich dir, wie du durch diese Arena kommst. Nein, danke, das weiß ich schon. Ass-Trainer Phoebe, oder wie auch immer man diesen Namen ausspricht. Der ein Kapuno. Gut, das ist wesentlich einfacher zu besiegen als ein Schafachs. Machen wir doch einen Eisstrahl. Diesmal sind wir ja auch wenigstens so schneller. Sehr effektiv. Geschenkte Erfahrungspunkte für einen Eisstrahl. So, und jetzt bringen wir den ersten Kopf zum Bewegen. So, jetzt können wir nämlich hier lang diesen Ass-Trainer besiegen und dann können wir auf den zweiten Schalter springen. Hast du verstanden, wie sich die Köpfe der Drachen bewegen? Aber natürlich. Es gibt sowieso eigentlich immer nur einen Weg durch diese Arena hindurch. Noch ein Schafachs. Level 40. Das könnte jetzt knapp werden. Natürlich hat er es geschafft, mich zu one-hitten. Na gut, dann lassen wir halt unseren Timon daran. Jetzt weiß ich nicht mehr, hat er ein oder zwei Pokémon? Er hatte zwei, okay. Dann gehe ich mal kein Risiko ein. Eine Drachenklaue von ihm überlebe ich, da bin ich mir ziemlich sicher. Oh, er macht ebenfalls einen Drachentanz. Gut, dass ich gesehen habe, dass ich schneller bin. So, Timon, einmal Drachenklaue. So, und dann kommt das zweite Schafachs. Da bin ich jetzt auf jeden Fall schneller. Ich habe schon einen Drachentanz drin. Dann haben wir den Ass-Trainer auch besiegt. Habe ich eigentlich einen Beleber dabei? Einen Top-Beleber habe ich schon mal gesehen, aber richtige Beleber? Ja, 17 Stück. Das reicht doch erstmal. Und da war dann noch ein Supertrank. So, Team versorgt, kann weitergehen. Zweiter Schalter, nächster Drachenkopf. So, jetzt geht's auch in die nächste Etage. Und zum nächsten Trainer. Bist du schon glücklich, wenn du nur mit irgendwelchen Pokémon zusammen bist, oder müsstest du sie auch stark sein? Antworte mir in Form eines Kampfes. Naja, starke Pokémon sind generell nicht schlecht.
die müssen einen schließlich auch beschützen können, ne? Ja, dann probieren wir es nochmal. Oh, diesmal fängt er mit einem Drachentanz an. Das gefällt mir, weil damit greift er schon mal nicht an. Und der Eisstrahl sollte ihn one-hitten. Schafax hat ja eine ziemlich miese Spezialverteidigung. Die physische Verteidigung ist zwar auch nicht unbedingt so gut, aber die spezielle ist noch wesentlich schlechter. So, hier geht's weiter. Auf den zweiten Drachen. So, da kommen wir jetzt erstmal nicht weiter. Da müssen wir erstmal hier lang. Schau an, wen sehe ich denn da? Jedenfalls kommst du gerade recht, aber sei gewarnt, ich werde es dir nicht leicht machen. Veteran Karel. Deinem Shadrago. Ja, auch da probieren wir doch erstmal einen Eisstrahl. Schauen wir mal, wie viel Schaden der macht. Ja, One-Hit. So lasse ich es mir eingehen. Und da reicht die Eistüte Level 41. Uff, das tat mir in der Seele weh. Eistüte und Timon sind, glaube ich, die letzten Pokémon in unserem Team, die jetzt noch nicht voll entwickelt sind. Ah, das ist diese Sache mit Einhalt-Pokémon. Ja. Sah zwar jetzt komisch aus, was ich da gemacht habe, aber so tausche ich mein Pokémon-Team normalerweise durch. So. Jetzt geht's hier weiter. Und es geht mal wieder runter. So, an dem müssen wir eh vorbei. Du, ich teste dich. Zeig mir, wie gut du dich mit Pokémon auskennst. Astrainer Konor. Mit einem Kapuno. Ja, der hat drei Pokémon. Ich glaube, das sollte ich erstmal in den Drachentanz boosten. Nur um sicher zu gehen. Ich glaube nicht, dass ein Kapuno mich jetzt hier One-Hit umhauen kann. Der boostet sich ja auch erstmal, wie ich sehe. Tja, dann Drachenklaue. Können wir jetzt schön durchsweepen, weil, wie wir kennen, wir wissen es ja schon, Drachenattacken sind sehr effektiv gegen Drachen-Pokémon. Ja, da kommt ein Schafax. Das sollte jetzt auch kein Problem sein. Einfach Drachenklaue und fertig. Da kriegt Timon auch Level 41. Und dein Shadrago, das kann man jetzt auch noch mit Timon kaputt hauen. Wenn wir schon so dabei sind. Kriegen wir jetzt zwar die Rauhaut ab, aber ist doch auch schon egal. Kitzelst, da war auch das volle Potenzial aus deinem Pokémon heraus. Oder was immer der jetzt wieder gesagt hat. So. Dann holen wir mal Elispin nach vorne. Sein Donner ist zwar nicht effektiv gegen die Drachen, aber da hat er immer noch die Ampelleuchte und die Kreuzschere. So. Da kommen wir, glaube ich, erstmal nirgendwo hin, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Dann müssen wir erst hier weiter. So, und ich meine, wir müssen hier jetzt auch wieder rauf. Ich bin mir jetzt dabei jetzt nicht ganz sicher, aber mal schauen. Jetzt müssen wir hier weiter. Oder war das doch woanders?
Oh Gott, jetzt läutet auch nochmal da kurz das Telefon. Moment. Ich muss mal ganz kurz rangehen. So, da bin ich wieder. Entschuldigung, ich musste jetzt wirklich ans Telefon gehen. Ich glaube, ich habe mich da jetzt gerade ein bisschen vertan hier. Da muss ich wohl nochmal drauf springen. So. Muss ich wohl doch nochmal den anderen Weg nehmen. Ist ein bisschen her, dass ich die Arena das letzte Mal gemacht habe. Naja, hier muss ich nochmal drauf springen, genau. So. Dann können wir jetzt die hier machen. Ich bin schon sehr gespannt, mit welchen Tricks du so aufwartest. So, Astrainer Scarlet. Mit einem Capuno. Ja, das ist doch super für Elispin. Da haben wir sogar noch eine Käferschwäche, die wir ausnutzen können. Ampelleuchte. Ein Schadrago kommt noch. Ja, da haben wir jetzt zwar keine Schwäche dran, aber können wir immer noch neutral treffen. Drachenklaue könnte wehtun von dem Vieh. Yep. Moment. Ich habe leider kein Stahl-Pokémon im Team, sonst wäre das Ganze jetzt etwas einfacher. Ich kann auf nichts sicher einwechseln. Ja, dann alles oder nix. Wenn es ein Volltreffer wird, ist es umso besser. Und Nachthieb macht er noch. Okay. Dann lassen wir Petri mal den Rest machen. Weil der hat auch noch einen kleinen Trick auf Lager. Du bist einfach unglaublich. Ja, das höre ich oft. So. Beleber, Beleber, Beleber. Können wir auch unser kleines Spinnchen wieder beleben. Und den Supertrank kriegt er auch noch spendiert. So, jetzt springen wir hier drauf. Dann müsste der Drachenkopf jetzt nach oben gehen. Und jetzt können wir da auch rauf. Und dann kommen wir auf den dritten Drachen, oder? Ah ne, das ist der zweite noch. Der dritte war das da unten. So. Aber wir sind schon ziemlich weit oben. Pokémon-Kämpfe bestimmen nun schon seit über 10 Jahren unser Leben. Wir werden dich spüren lassen, wie viel diese Erfahrung in einem Kampf ausmacht. Ja. Es sind wirklich schon über 10 Jahre, wo wir Pokémon spielen können. Ein Scharfax. Na dann schauen wir mal, was die Ampelleuchte hier macht. Zumindest schon mal mehr als die Hälfte und der macht nur einen Verhöhner. Da ich sowieso keine Statusattacken habe, ist mir der vollkommen egal. So, noch ein Scharfax. Ja, das können wir noch weiter so machen. Eine Drachenklaue sollte selbst von einem Scharfax überleben können. Drachentanz, jetzt wird's gefährlich. Ich weiß nämlich nicht, ob er jetzt schneller ist. Aber nee. Elispin ist da einfach ein bisschen zu schnell. So. Hier, glaube ich, müssen wir nicht runter. Oder doch? Ja, doch, da müssen wir runter.
Ja, jetzt geht's schon zum Arenaleiter. So. Meine Taktik für einen Arenaleiter. Ich booste Timon und versuche durchzusweepen. Hallo, ich bin die mega starke Arenaleiterin Lilia. Sag schon, mit welchem Pokémon trittst du an und wie lässt du sie kämpfen? Ich ertrage diese Spannung nicht mehr. Lass uns anfangen. Dann kriege ich zumindest die letzte Arenaleiterin ab, es sei denn, ich verkacke jetzt den Kampf hier. So, einfach mal hoffen, dass Timon eine Drachenklaue überlebt oder was auch immer da kommen mag. Oh, Timon ist zumindest schon mal schneller, wenn der sich jetzt aufboostet, dann habe ich einen Free-Turn gehabt. Ah, er macht Gewissheit. Okay. Ja, das ist schön für dich, dass du Gewissheit haben willst. Ich kann jetzt durchsweepen. Drago kommt jetzt. Tja, das ist das Schöne an Drachen-Pokémon. Ist eins mal geboostet, kann man sich durch ein gegnerisches Drachen-Pokémon ziemlich leicht durchsweepen. Und da sind wir auch schon bei ihrem Maxax. Ein unterleveltes Maxax, weil sich das Viech normalerweise erst mit Level 48 entwickelt. Und der überlebt das sogar. Na gut. Benutzt jetzt irgendwelche Tränke oder so? Ja, macht sie. Dann kriegt er jetzt noch eine Drachenklaue rein. Und einfach nochmal, für den Fall, dass sie noch einen Übertrank hat, genau. Kriegen wir auch wenigstens mal das schöne Theme mit dem letzten Pokémon vom Arenaleiter ein bisschen länger zu hören. Timon ist nach einem Drachentanz von einem Schmacksax immer noch schneller. Oh. Ey, wie schnell ist denn unser Timon und wie langsam ist denn das Viech da? Ein Maxax ist wesentlich schneller als ein Schafax. 72 Init. Gut, der war vorhin ein bisschen langsamer noch. Drachenpuls will er lernen. Nee, das lässt du lieber mal sein, weil dein Spezialangriff ist Murks. Und ja, das ging wesentlich schneller als ich dachte. Wow, unglaublich, der Wahnsinn. Ich bin echt froh, dass ich gegen so einen starken Trainer wie dich kämpfen konnte. Und da kriegen wir den Legendenorden. Und das ist der 5. Orden, der auf mein Konto geht, womit es mit den Orden jetzt 5:3 steht. Tja, Koto, Pech gehabt. Black erhält von dir den Legendenorden. Du hast jetzt alle 8 Orden. Bravo, bravissimo. Damit gehorchen dir nun ausnahmslos alle Pokémon. Hier, ich schenke dir diese TM. TM82 Drachenrute, sehr schöne Attacke. Drachenrute fügt einem Pokémon nicht nur Schaden zu, sie katapultiert es auch noch zurück in den Pokéball seines Trainers. Sag mal, was macht Lauro deiner Meinung nach gerade? Ob er wohl in der Pokémon-Liga gegen diesen N kämpft? Kennst du die Pokémon-Liga? Sie befindet sich ein Stück weit hinter der Siegestraße am Ende von Route 10. Oh, bei Route 10, das ist ein tolles Stichwort. Da kann ich ja Koto wieder mal in den Kampf rauslassen, den er eventuell wieder verlieren könnte. Oh, noch ein Dialog. Ich bin eigentlich am Ende meiner Partzeit, aber egal. Hallo, und wie lief es bei Lilia so? Ich bin eigens hergeeilt, um dir zu erklären, wie man das legendäre Pokémon Zekrom wieder zum Leben erweckt. Ich dachte, es sei besser, das persönlich zu tun, als es über den Visucaster mitzuteilen. Also, um zum Kern der Sache zu kommen, ich habe keine Ahnung. Das Pokémon erwacht bestimmt, wenn es jemanden anerkennt. Aber erstmal muss ich dir gratulieren. Du hast alle 8 Orden der Einhornregion errungen. Wie stark du geworden bist. Dir ist das vielleicht gar nicht so bewusst, aber du bist nicht mehr der Trainer, der damals Avenitia verlassen hat. Also, dann verrate ich dir mal, wohin ein Trainer geht, der bereits alle Pokémon-Arenen gemeistert hat.
durchschreite das Tor dort und du gelangst auf Route 10. Hinter der in Ordenskontrollen liegt die Siegerstraße und die führt dich schließlich zur Pokémon-Liga. Das erinnert mich daran, wie ich dich da im Pokémon-Center von Galvina herumgeführt habe, Black. Sag mal, bereust du es eigentlich, mit dem Pokémon auf Reisen gegangen zu sein? Aber nee doch. Danke, über diese Antwort freue ich mich von ganzem Herzen. Es hat mich damals auch riesig gefreut, euch die Pokémon zu schenken. Es war auch eine schöne Begegnung zwischen Mensch und Pokémon. Ein Geschenk für dich, Black. Ein Meisterball. Ja, warum auch nicht? Der Meisterball ist der Ball der Bälle. Der fängt doch stets jedes Pokémon ein, ausnahmslos. Es tut mir leid, dass ich dich nur auf diese Weise unterstützen kann. Black, was auch geschieht, die Pokémon sind mit dir. Immer. Bis dann. So, ja, hier an dieser Stelle muss ich jetzt die Koto rauslassen, weil ich habe jetzt die Paarzeit wegen diesem Dialog überziehen müssen. Ja, wir sehen uns dann in der übernächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, tschüss.